Hi, hier spricht wieder Stefan von lebenundforschen.de. Es geht weiter in diesem Workshop oder Kurs, je nachdem. Und diesmal kommt was Nettes. Wir bringen jetzt Audios in unsere Geschichte. Dadurch wird das Ganze, ohne dass wir sonst mehr machen, gleich viel interessanter. Das braucht aber etwas Vorbereitung. Du brauchst nämlich Audio-Files. Also bei mir sind das jetzt hier eine Hintergrundmusik. Also das sollte schon mindestens eine Minute lang sein, wenn nicht zwei, damit es sich nicht ständig wiederholt. Irgendwas sehr Ruhiges. Ein kleiner Jingle, der kommt dann, wenn man das Ziel erreicht hat. In meinem Fall die Juwelen in der Grabkammer gefunden hat. Dann drei Türgeräusche für diese drei verschiedenen Türen. Man kann auch, wenn man zwei gleiche Türen hat, mal das gleiche nehmen, aber es ist natürlich schon schön, wenn die akustisch markiert sind, welche Tür man hat. Der da bleibt übrig, den braucht man noch nicht, das vielleicht für später mal. Dann auf jeden Fall irgendwas wie Schritte. Und dann habe ich hier nochmal, ja, wenn das Spiel neu startet, weil wenn man den Schatz gefunden hat bei mir oder das Ziel bei dir erreicht hat, kann man ja wieder zurück und das Spiel neu starten und das sollte schon akustisch markiert sein, dass man weiß, jetzt geht es wirklich nochmal ganz neu los. Da solltest du also jetzt erstmal Sounds suchen, die zu deiner Szenerie passen. Bitte, wir im Kurs, wir benutzen ausschließlich CC0 oder Public Domain, also auch nicht so halb freie Sachen wie Share Alike und By oder Attribution, wo du den eben immer den Autor nennen musst, weil wenn wir das paar Mal verwenden, dann irgendwann geht natürlich der Bezug verloren, von wem das eigentlich war. Also Free Sounds zum Beispiel oder Soundbible.com bieten das bisschen an. Du musst aufpassen, es ist immer sehr gemischt, nicht leicht zu finden und ja, man muss dann manchmal auf schöne Töne auch verzichten. Nichtsdestoweniger kann man ja trotzdem gern wo schreiben, wo man die Sachen her hat, wenn man das Spiel dann fertig hat. Also das ist schon sehr nett, dass man dann die auch mal erwähnt, diese Quellen, zumindest die Quellen, wenn schon nicht die Autoren von den Sounds, die da wieder einstellen. Im Kurs möchte ich auch, dass ihr bei der Benennung das CC0 nochmal dahinter schreibt und wo es herkommt, das sieht man jetzt nur, wenn man hier was anklickt, dann kommt es ja hier nochmal groß, da kannst du es auch gleich abspielen, das Geräusch. Und du eben hier, das kommt von Soundbible und ist halt CC0, das hätte ich gern. Hier seht ihr, gut ist auch, wenn man die Länge nochmal drin hat, dann sieht man gleich, weil das siehst du den ja nicht an. Und du siehst, in Unity sieht man erstmal sehr wenig von dem Text. Also wenn du die benennst, ist es schlau, in den ersten Zeichen schon eine aussagekräftige Benennung drin zu haben. Ähnliche Sachen auch gleich, also Door, Türen nenne ich alle Door, damit die dann halt alphabetisch schon mal beieinander stehen. Und kann man noch was sagen? Ja, wenn du jetzt eine Tür suchst, such nicht nur bei Türen, es gibt ganz andere Geräusche. Hier habe ich zum Beispiel das Submarine Creaking, also ein U-Boot, das unter dem hohen Druck tief im Wasser ächzt, das klingt dann auch nicht schlecht. Also das klingt wie eine Tür. Ich habe das jetzt mal auf das Gitter gelegt. Da hätte man natürlich auch noch was Metallischeres drauflegen können, damit sich von den anderen Sachen unterscheidet. Auch was du siehst, dass ich habe mit dem Soundbearbeitungsprogramm vorne die Pausen weggeschnitten, teilweise. Also ich empfehle da auch eins. Habe ich es hier drin?
Ja, hier habe ich es aufgeschrieben auch. Also WavePad Sound Editor ist was, wo das sehr einfach geht, ohne dass ein riesiges Programm aufgeht. Also es geht ganz schnell auf und man kann das machen und Fade In und Fade Out vielleicht noch drauf machen, wenn man das braucht. Weil es einfach blöd ist, wenn du Geräusche hast, die eine halbe Sekunde brauchen, bis sie starten. Das ist im Spielfluss manchmal schwierig dann einzubauen. Also, du siehst, das ist eine schöne Sache. Aber da kann man auch einige Zeit reinstecken. Im Kurs ist es einfach cool, wenn ihr euch da austauscht und sagt, ja, wir haben einfach ein paar Türgeräusche gefunden und ja, vielleicht ein paar Stadtsounds und so und euch die dann gegenseitig ein bisschen austauscht. So, das wäre jetzt deine Vorbereitung. Du hast ja deine Szene. Du kannst dir denken, was du für Audios brauchst, dass du die jetzt erstmal holst. Und das Video jetzt zum Beispiel schon abschalten könntest. Vielleicht willst du aber auch sehen, wie es weitergeht. Das zeige ich jetzt. Ich spiele es einmal ab, dass man mal so einen Eindruck hat, wie sich das verändert. Ich mache mal mein Lautstärkepegel höher, dass du es auf jeden Fall auch hörst, wenn du mein Mikro hier. Also eine Hintergrundmusik. Anfangs kam schon der Stadtjingle. Ich gehe jetzt mal in die Schatzkammer gleich. Also ein Ping, dass du es gefunden hast. Das Geräusch der Tür. Neues Spiel startet, hört man deutlich, ja. Und dann gibt es eben noch andere Geräusche natürlich, wenn ich das Gitter am Boden öffne, ja, ich hier zurückgehe, kommen Fußstapfen, ich gehe ja durch den Tunnel. So, ja, soweit. So ähnlich könnte das werden. Bei dir andere Szene, ganz andere Geräusche natürlich. Was habe ich gemacht? Also als erstes habe ich natürlich die Szene vom letzten Mal einfach kopiert. Das zeichnest du ja nicht alles neu. Du markierst die Szene und dann gehst du auf Edit, Duplicate, ja. Im Zweifelsfall ist gut, wenn die auch gerade offen ist, die du kopieren willst, falls es da mal muckt, war mein Eindruck zumindest. Dann hast du alles schon. Das Einzige, was wir neu an Blöcken angelegt haben, ist hier. Da komme ich gleich noch drauf. Ich zeige mal schnell die Blöcke und was man da macht. Also es gibt hier Play Ambience. Und Ambient, das ist einfach ein Sound, der immer mitläuft. Es gibt Ambience, Music und Sound. Da gibt es manchmal unterschiedliche Commands, die man denen geben kann. Aber vor allem unterscheidet es das halt. Also wenn du halt einen Sound hast, kannst du quasi den mit einer bestimmten Lautstärke abspielen, während die Ambience im Hintergrund weiterläuft. Ja, die überlappen sich und wenn du das eine irgendwie löscht oder bearbeitest, wirkt sich das nicht auf das andere Audio aus, deswegen benutzt du da unterschiedlich. Also ich kann im Hintergrund jetzt Ambient spielen und hier kommt dann der Sound Game Over, also bei mir ist es ja der Stadtsound, der dann einfach da drüber gespielt wird und nicht das andere irgendwie unterbricht oder so. Also hier die zwei Sounds einfügen, fügen. Dann bei deinem Ziel hättest du dann erstmal die Türe oder was das auch immer ist bei dir, können ja Fußstapfen sein, wenn du durch einen Wald läufst, ja. Und dann wäre der Ambient halt eine Waldatmosphäre. Und dann eben irgendein Sound, der zeigt, dass du das Ziel gefunden hast. Ja, das kann ein Jingle sein und wenn es halt was Bestimmtes ist, was du da machst. Die Rakete, mit der Astronaut nach Hause fliegt, dann wäre es vielleicht der Startsound von der Rakete oder der Countdown, der runterzählt und dann geht's los. Also ganz unterschiedlich. Wenn du durch den Tunnel gehst, ist es bei mir hier mal Schritte. Und hier
habe ich keinen Sound. Was man bei den Sounds noch aufpassen muss, ist das Timing ein bisschen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige es mal hier. Hier lasse ich einfach die Schritte laufen und mache hier Wait until finished. Ja? Also dann stoppt das Spiel. Dadurch, dass die Schritte man hört, hat man das Gefühl, es läuft weiter. Ja? Brauche ich gar nichts machen. Brauche ich auch keine Pausen mehr einfügen. Sondern habe genau, wenn der Sound dann zu Ende ist, dann geht's weiter. Dann geht die Tür auf. Auch hier habe ich Wait until finished. Du kannst das auch wegmachen und sagen, du willst zum Beispiel schon, dass das nächste Bild eingeblendet wird, während man noch die Tür hört. Könntest du auch machen. Und du kannst die Lautstärken hier verstellen, ja? Da musst du halt gucken, dass du irgendwie mit deinen Grundtönen irgendwo in der Mitte bist, damit du nach oben und unten noch ein bisschen Spiel hast. Ja, jetzt gab es noch ein Problem. Wenn ich hier durch das Gitter gegangen bin, bin ich ja bisher einfach da aufgetaucht. Ich wollte aber hier ein Geräusch mit reinmachen, auch bei dem Gitter, dass man da nicht stumm auftaucht. Das wäre total komisch, wenn alles andere vertont ist. Hier habe ich ja aber das Menü und nach einem Menüeintrag kann ich halt nichts mehr machen. Hier ist noch ein Wait, das kann man aber löschen, weil da kann er nicht warten. Ja? Er wird einfach einen dieser Menüeinträge nehmen und dann hüpft er dahin und dann kommt er ja, bisher kam er direkt da an. Und hier kann ich den Ton nicht am Anfang machen von dem Gitter, das wäre ja schlau, weil manchmal geht man auch durch den Tunnel. Und da hört man das Gitter ja nicht. Außer man sagt, ja, man macht's da wieder auf. Ja, zweimal Gitter. Hätte man machen können, ja, weil hier ein Gitter ist und hier ein Gitter ist. Gebe ich zu. Aber vielleicht ist ja in deinem Game nicht zweimal das Gitter, sondern einmal eine Tür oder hier gar nichts. Ja, einfach ein Gang, das wäre ja auch nett. Ich habe in dem Spiel mit dem Gitter nur das angedeutet, dass halt der Spieler klar erkennt, wo er ist. Auch eine Forderung an gute Games. Man muss es ein bisschen erkennen, ja. Wenn man hier halt durch eine runde Luke rausgeht und hier rauskommt, ja, ist es nicht ganz so einfach für den Gamer zu sehen, was er gerade gemacht hat. Ja, jedenfalls, wer hier eben zweimal eben wieder eingefügt, je nachdem, wenn man hier zurückgeht, das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie hier, nur dass es jetzt halt wegen dem einen Sound so gemacht ist. Künftig machen wir das eleganter. Ich habe es nur mal gezeigt, was das eben für einen Aufwand macht. Künftig setzen wir Variablen, die die Richtung angeben und die werden dann abgefragt in dem Block, in welche Richtung gehst du ja und dann macht er das eine oder das andere. Aber damit du auch siehst, wozu die Variablen dann wirklich gut sind, dass du nicht Blöcke sparst dir. Das war's. Also viel Spaß beim Sammeln. Die Audio ist gut. Aufbereiten erstmal, dann einfügen. Und tschüss.